Hallo und herzlich willkommen, heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Edison, beziehungsweise im Englischen heißt der Film The Current War, also der Stromkrieg. Und das Ganze ist eine spannende Geschichte, toll aufarbeitet. Was der Film aber genau kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's. Sir, weshalb entwickeln wir keine Waffen? 5 Millionen $, dazu Nein zu sagen, ist schwierig. Nein. Meine Erfindungen funktionieren. Und wenn sie funktionieren, ist es mir lieber, wenn sie keinen umbringen. Verstehe. Im Grunde geht die Geschichte über die drei revolutionären Erfinder, nämlich Edison, Westinghouse und Tesla, die eben das heutige Stromnetz in Amerika sozusagen aufgebaut haben durch verschiedene Erfindungen. Am Anfang steht natürlich Edison, wie er die Glühbirne erfunden hat und wie er dann auch Teile von Manhattan mit Gleichstrom sozusagen ja zum Laufen bekommen hat, dass die überall Strom haben. Und auf der anderen Seite haben wir Westinghouse, der eben aus der Gasindustrie eigentlich kommt, weil er dort investiert hat und jetzt merkt, oh, die Elektrizität könnte mir gefährlich werden, deswegen möchte er jetzt auch da investieren. Das Problem ist bloß, ja, Gleichstrom hat das Problem, dass es über weite Strecken nicht wirklich weiter transportiert werden kann. Deswegen sieht er eher den wichtigen Punkt, in Wechselstrom zu investieren. Und so entsteht eine Art Krieg, Streitigkeiten. Und Tesla spielt da auch noch eine kleine Rolle mit, dass er eben ja erst für Edison und dann für Westinghouse gearbeitet hat. Insgesamt ist es von der Geschichte her wirklich so ein Dreierkonstrukt, wo von jedem ein bisschen was erzählt wurde. Also hauptsächlich Westinghouse und auf der anderen Seite haben wir Edison. Von denen wird Persönliches erzählt, wie das in der Familie funktioniert, welche Schicksalsschläge sie haben. Tesla wird nur so am Rande erzählt, obwohl das natürlich auch sehr, sehr interessant gewesen wäre. Und Current War ist ja der Stromkrieg, dementsprechend wird das hier schön genau nacherzählt. An vielen Stellen ist es leider sehr technisch geworden, was im Englischen etwas schwer nachvollziehbar war. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Charaktere nicht viel Tiefe bekommen haben. Also so wirklich Tiefgang, wirklich persönliche Informationen sind eher mau. Das ist rar gesät sozusagen und insgesamt war es dann auch teilweise etwas schwer zu folgen, weil es eben sehr technisch war und an vielen Orten immer hin und her springt und denkst du so, war dieses Gespräch jetzt wichtig für die Geschichte? Nicht unbedingt. Und das zieht sich so immer wieder durch den Film. Deswegen erzählerisch leider nicht so gut. Da wäre so viel Potenzial drin gewesen. 2 von 5 Punkten nur. Der Cast, muss man sagen, ist nicht ideal besetzt. Benedict Cumberbatch und Michael Shannon mimen nicht ganz so gut Edison und Westinghouse, weil sie einfach nicht wie die aussehen. Cumberbatch wirkt so, wie einfach er auch in The Imitation Game dort gespielt hat und das wirkt einfach nur wie so eine neue Auflage davon, seiner Figur. Also er spielt hier nicht wirklich überzeugend. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind die vom optischen her einfach null an den Originalen dran. Der einzige, der noch wirklich nah dran ist, ist nämlich Tesla, gespielt von Nicholas Hoult. Der ist wirklich sehr gut und authentisch und der hat auch die spezielle Art von Tesla, wie man es auch immer wieder mal gesehen hat. Das hat er sehr, sehr gut umgesetzt. Und insgesamt ist es vom Cast nicht wirklich authentisch geworden, auf jeden Fall vom Hauptcast, von den beiden Hauptdarstellern. Der Rest vom Cast, einige bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Tom Holland oder Catherine Waterston. Insgesamt aber okay, die liefern gut ab, auch wenn es nicht wirklich gut getroffen ist. 3 von 5 Punkten ist okay. Technisch sieht der Film von den Sets richtig, richtig gut aus. Die sind super authentisch, cool geworden. Das Problem ist bloß, dass das durch diese verschiedenen Kameraperspektiven manchmal kaputt gemacht wird. Zum Beispiel so ein extremer Weitwinkel oder so sehr spezielle Kameraeinstellungen, die machen das kaputt, diesen Flair, das funktioniert an der Stelle nicht so gut. Dementsprechend gibt es da auch nur 3 von 5 Punkten, sonst da wäre wesentlich mehr drin gewesen. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit und ich muss sagen, Edison hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil der Film dreht sich nicht nur um Edison, der dreht sich um diesen Stromkrieg, der ist super hochwertig umgesetzt. Das Schauspiel ist an manchen Stellen so ein bisschen mau und nicht so überzeugend von den Figuren. Auf der anderen Seite ist die Geschichte etwas zu verworren erzählt. Ich empfehle euch definitiv, die deutsche Version zu sehen, weil das dann auch von den technischen Aspekten her wesentlich besser rüberkommt. Insgesamt technisch dann okay, netter Film geworden. 3 von 5 Punkten Empfehlung fürs Kino. Insgesamt 11 von 20 Punkten. Kann man sich im Kino angucken, muss man allerdings nicht. Das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!